Damen und Herren, begrüße Sie heute ganz herzlich an einem Stammtisch mit Mineralwasser. Das hat einen guten Grund, weil wir heute in einer Umgebung sind, wo also die Kinder praktisch das dominante Alter bzw. die Umgebung prägen, das Bild der Umgebung, nämlich im Caritas Kinderdorf Irschenberg. Viele von uns kennen den Irschenberg eigentlich nur vom Vorbeihuschen, das heißt Huschen kann man nicht sagen, wenn man erst einen Berg rauffahrt, gell? Und dann werden wir immer langsamer und dann sieht man die Raststätte und dann drückt man wieder aufs Gas und dann geht es den Berg runter. Du hast noch keinen Führerschein, oder? Nee. Sie? Ich hab ihn auch noch nicht verloren, also ich habe ihn immer noch. Aber Sie nehmen dann die Ausfahrt meistens, oder? Ja, ich bin ja ortsansässig und durch das muss ich irgendwie am Irschenberg runterfahren, ja. Und aber nicht mehr in diesem Kinderdorf zu Hause, weil Sie schon relativ erwachsen sind. Ja, also ja, ich bin damals 1972, wie das Kinderdorf eingezogen worden ist, oder beziehungsweise der Einzug war, da war das Kinderheim früher in Mühldorf. Mhm. Und mit dieser Einrichtung sind wir dann alle auf Irschenberg gezogen. Und da war ich damals knappe 2 Jahre alt, da bin ich dann mit dabei gewesen, war quasi Gründungsmitglied, würde ich schon mal sagen. Und haben Sie da eigentlich nur Erinnerungen? Was war denn so das Erste, was Sie da so erinnern? Also dass es da einen anderen Kaffee gegeben hat oder einen anderen Kuchen? Oder ja, aber ich sag, was ich so als Erinnerung noch habe, das waren ja früher damals Klosterschwestern, die da waren. Und ich habe noch so ein bisschen, das was ich mal so erinnern kann, ist das, wie wir da aus dem Bus ausgestiegen sind. Waren lauter Kinder, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder das damals waren, um die 50. Und ich war halt der Kleinste und bin halt bei der Klosterschwester auf dem Arm umeinandertragen worden. Und das habe ich irgendwie so noch ein bisschen im Hintergrund, ja. Herr Hartbart, Sie sind hier der Dorfleiter, ja. Ein Kinderdorfleiter. Erzählen Sie mir ein bisschen was über dieses Kinderdorf, warum ist das hier gebaut worden? Was waren das zum Beispiel für Klosterschwester, welchem Orden gehörten die an? Ja, also das Kinderdorf wurde 1972 eröffnet und das waren die Schwestern von der Heiligen Familie. Mhm. Und die haben schon 1948 angefangen, Kriegsflüchtlingskinder oder Waisenkinder aufzunehmen im Mühldorf am Inn. Unter ganz widrigen Bedingungen in einem leerstehenden Lazarett. Und dann haben die da viele Jahre Kinder und Jugendliche betreut. Und als man gemerkt hat, Mensch, das ist nicht mehr zeitgemäß, also ehemaliges Krankenhaus für ein Kinderheim. Und dann hat man überlegt, kann man neu bauen. Das war im Mühldorf nicht möglich. Und dann hat man geschaut, wo ist denn schön für Kinder aufzuwachsen. Und unseren Gründungsvater, der Prälat Müller, der damalige Caritas-Direktor, der ist so übers Land gefahren und dann hat er Irschenberg entdeckt und hat gesagt, mit dem Blick auf Wilpating, auf den Wendelstein, da können Kinder gut groß werden. Und dann hat man hier quasi das Grundstück kaufen können von der Pfarrei und hat das Kinderdorf gebaut. Aber ist ein Mann mit einem guten Geschmack eigentlich, gell? Ja, aber Flüchtlingskinder gibt es, doch heute gibt es wieder Flüchtlingskinder. Genau, da schließt sich der Kreis, gell? Genau, da schließt sich der Kreis. Es waren damals Kinder von deutschen Flüchtlingen, die aus den ehemaligen Ostgebieten gekommen sind, auf der Flucht vielleicht die Eltern verloren haben, anfänglich, oder durch Kriegseinflüsse die Eltern verloren haben. Und heute haben wir auch wieder Flüchtlinge und haben auch relativ viele Flüchtlinge und sind auch froh, dass sie bei uns sind, in der Dorfgemeinschaft, bereichern und da schließt sich so ein kleiner Kreis wieder. Und wie viele Kinder haben Sie jetzt hier? Insgesamt haben wir derzeit 85 hier. Mhm. Wir könnten allerdings noch ein paar mehr haben, aber das liegt daran, dass wir im Moment ein Haus nicht eröffnen können, weil uns da die Hauseltern fehlen. Also das sind so richtige Wohngruppen mit Eltern und wie viele Kinder maximal? Ja, wir haben verschiedene Formen von Betreuungen. Also wir haben die klassische Kinderdorffamilie, wie man sich so vorstellt, mit Hausmutter, Eltern, die unter einem Dach mit den Kindern leben. Das sind 6 Kinder und dann oftmals ein Ehepaar, wo ein Ehepartner angestellt ist bei uns. Und da kommen noch 2 Erzieher dazu zur Betreuung dieser 6 Kinder. Manchmal haben die auch eigene Kinder. Und dann haben wir das andere System, das sind die sogenannten Wechseldienstgruppen. Das heißt, da leben 9 Kinder und 5 Pädagogen kümmern sich um die Kinder rund um die Uhr, dass immer jemand da ist und dass sie gut gefördert werden und gut ins Leben starten können. Das sind die etwas schwierigeren Fälle, oder? Nein, das würde ich so nicht sagen, sondern wir schauen immer, was brauchen die Kinder. Und je jünger die Kinder sind und je länger die Perspektive ist, umso eher nimmt man eine Kinderdorffamilie. Und je älter die Kinder sind und die Perspektive vielleicht kurzzeitiger, dann nimmt man eine Wechseldienstgruppe. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass wir aus der Not heraus auch gar nicht so viele Kinderdorffamilien mehr gründen können, wie wir bräuchten, weil es einfach am Personal fehlt. Und von daher ist die Wechseldienstgruppe eine gute Möglichkeit. Herr Schmidt, jetzt hat Ihr Chef so viel geredet. Was machen Sie konkret? Sie sind Erzieherin. Mit was für Kindern haben Sie zu tun?
Also ich arbeite in einer Wechseldienstgruppe, also mit 5 Pädagogen. Und wir haben Jungs und Mädchen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren. Und unser Hauptthema ist gerade der Auszug. Also bei uns werden im Sommer 5 Kinder ausziehen oder Jugendliche, junge Erwachsene. Von daher steht bei uns in der Gruppe jetzt gerade der große Umbruch an. Genau, also das ist gerade so unser Oberthema. Auszug. Und die Mauer, die werden dann selbstständig gründen, so eigene Haus stehen? Also die meisten werden in ein BEW ziehen. Also das ist auch ein BEW, betreutes Einzelwohnen. Das bietet auch die Caritas dann an. Also das bleibt dann quasi unter der Obhut des Kinderdorfes. Genau, die fangen dann ihre Ausbildung an und ziehen. Ist das hier dieses BEW dann, oder was? Nee, das ist, es gibt unterschiedliche Stellen. Also einige ziehen in die Nähe von Bad Tölz, eine geht nach München, eine bleibt hier im Raum Miesbach. Also das ist ganz unterschiedlich. Also da gibt es ganz viele Stellen und genau, je nachdem, wo die Ausbildungsstellen der Jugendlichen dann auch sind. Also, Frau Schmidt, entschuldigen Sie, wenn ich so privat werde, aber was man bei einer ganz deutlich merkt, ist, dass Sie keine Hiesige sind, sagt bei uns. Nein, in Bayern. Das ist es nicht so ein bisschen schwierig, so in Irschenberg für so junge Frau wie Sie? Nein. Sind Sie noch sicher? Ja. Wie sind Sie denn hierher gekommen und wo kommen Sie her? Also gebürtig komme ich aus Nordrhein-Westfalen, aus Mönchengladbach. Okay. Genau. Da gibt es ein Kinderdorf in der Nähe. Genau, richtig. So. Und da habe ich halt vorher auch schon im Kinderdorf gearbeitet. Aha. Und privat hat es mich dann halt nach Bayern verschlagen. Und vom vorherigen Kinderdorf kannte ich das Kinderdorf am Irschenberg, habe mich hier beworben und bin dann halt hier gelandet, ja. Und dann haben die alle von dem Blick auf den Wendelstein geschwärmt und gesagt, ja, genau. Wenn du mal hier kommst, ziehst du immer einen Wendelstein. Ja. Waren schon mal drauf? Auf dem Wendelstein noch nicht. Ja, was ich will. Wissen bei einer, waren Sie schon mal auf dem Wendelstein? Ich war schon mal auf dem Wendelstein, ja. Sie sind Sozialpädagoge, oder? Was machen Sie hier? Genau, ich bin Sozialpädagoge, bin auch in der Wechselschichtgruppe tätig. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben, unser Jüngster ist 3 Jahre alt, das heißt, aber auch bis 17 hoch. Das heißt, wir haben die komplette Spanne bei uns im Haus. Aber macht die Arbeit natürlich auch interessanter. Und 3 bis 17 Jahre. Ich meine, das ist ja eine irre soziale Dynamik, oder unter Kindern. Gell? Also, kann da mal 17-Jähriger so ein bisschen auch sich dann kümmern? Oder wie muss man so die soziale Interaktion sich da vorstellen? Also sich kümmern schon, ja, sie unterstützen uns auch. Natürlich muss man aufpassen, also man kann jetzt den Jugendlichen jetzt nicht die Verantwortung für die kleinen Kinder jetzt übertragen oder so. Das heißt, die Verantwortung die liegt natürlich immer bei uns. Aber wir sind da schon froh über Hilfe. Für einen Dreijährigen muss man manchmal ja noch wickeln, gell? Wenn das mal so 17-Jähriger tut, das ist ein Eindruck, den er ins Leben mitnimmt. Ja, könnte man so sagen. Wobei wir zum Beispiel Sachen wie Wickeln, was ja schon stark in die Teensphäre jetzt eingreift von den Kleinen, das übernehmen wir dann schon. Also da lassen wir jetzt nicht die Jugendlichen das machen, obwohl die das auch machen könnten, glaube ich, und auch gerne machen würden. Aber da gibt es genug andere Möglichkeiten, dass sie einfach auch sich sozial weiterentwickeln und auch ja, mit den Kleinen in Kontakt treten und uns dabei helfen. Wie halt in einer Großfamilie auch. Ja, also das ist, man ist immer froh um Hilfe und das machen ja auch sehr gut die Jugendlichen. Wo kriegen Sie jetzt Ihre Kinder her oder wie muss man sich das vorstellen? Was für Kinder kommen da zu Ihnen? Ja, die Kinder kommen überwiegend aus Oberbayern, fast ausschließlich. Und natürlich aus dem Nahbereich, wenn man mal sagt, Landkreis Miesbach, Rosenheim, Ebersberg, Traunstein, das ist so unser Haupteinzugsgebiet. Aber aufgrund der schieren Größe ist natürlich die Landeshauptstadt München weiterhin der Hauptbeleger. Die waren auch nicht unmaßgeblich beteiligt an der Gründung des Kinderdorfes. Also ein Großteil der Kinder kommt aus der Landeshauptstadt München. Und die Zuweisung ist eigentlich immer über das Jugendamt und da wenden sich die Eltern hin an das Jugendamt und sagen, sie brauchen Unterstützung bei der Betreuung der Eltern, der Kinder. Und dann entscheidet das Jugendamt darüber, welche Form von Unterstützung bekommen sie. Das ist der eine Teil der Kinder, der bei uns ist. Der andere Teil, das sind Geflüchtete, junge Menschen, die ohne Eltern zu uns kommen, wo ein Vormund dann mit eingebunden ist in der Entscheidung, wo die jungen Flüchtlinge leben. Und der dritte Punkt ist, wenn es in der Familie die Sicherheit oder die Betreuung der Kinder nicht sichergestellt ist und das Kindeswohl gefährdet ist, dann schreitet auch das Jugendamt ein bzw. das Familiengericht und dann überlegt man, ob die Kinder auf Dauer oder eine Zeit lang in eine Einrichtung wie das Kinderdorf kommen und dort erzogen werden. Mhm. Husseini, wo ist denn der Name her? Nahe Osten, oder? Genau. Ja? Von wo? Von Afghanistan. Du bist Afghane? Genau. Nicht Mittlerer Osten. Bist du dann Pashtune oder was bist du? Nee, ich bin Dari. Ich bin, Dari. Also, ja, genau. Ich bin keine Pashtune. Ich sehe das nicht fast. Ja, und wie lange bist du schon da?
Ich bin ein Jahr und 8 Monate ungefähr hier in Kinnendorf und insgesamt 2 Jahre und 1 Monat in Deutschland so ungefähr. Und wie bist du von Afghanistan nach Deutschland gekommen? Zu Fuß oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das war ganz unterschiedlich. Das hat bei mir also ein bisschen länger gedauert. Ein Jahr ungefähr war ich unterwegs und weil ich einige Probleme hatte mit Geld und so, finanzielle Probleme. Und das wundert mich persönlich jetzt gar nicht. Also, bist du mit Eltern geflohen oder allein? Nee, alleine. Allein? Echt allein? Ja. Wie alt warst du dort? So, wie alt bist du jetzt? 16. 16. Also mit 14 von da zu Hause aufgebrochen und dann Richtung Deutschland? 13. Mit 13. Das ist Wahnsinn. Und was hat dich dazu bewogen, das zu tun? Hat dir da jemand geschubst? Weil normalerweise verlässt der Kind jetzt ohne weiteres die Eltern. Verstehst du mich überhaupt? Red ich? Ja. Die Situation war bei uns, es war nicht so gut und ich musste ja wegfliegen, ja. Und warum hast du dann Deutschland ausgesucht? Oder hat das jemand anders gesagt, dass du nach Deutschland am besten gehst? Wenn ich Fragen stelle, über die du nicht sprechen, es versteht jeder, dass man über so eine Zeit nicht gerne spricht. Brauchst du sagen, Herr Grübel, Sie können ja gern über meine Situation hier am Irschenberg sprechen, meine Liebe zu den Bayerischen Alpen, aber lassen Sie mich mit dem Hindukusch drüber. Sollen wir so machen? Das ist lieber, ja. Okay. Nein, sag ich noch, also ich verstehe das gut. Wie schaut es denn bei dir aus, Mädel? Ha? Du bist die, wie heißt du? Die Hannelore. Hannelore, wie lange bist denn du schon da, Hannelore? Ich glaube, ich bin jetzt 1,5 Jahre ungefähr da. Ja, ich bin im Dezember 2016 gekommen. Und wie gefällt's dir hier? Bist du hier in so Familie, oder? Also ich find's hier total cool und also ich habe schon neue Freunde gefunden und ich find's jetzt auch nicht schlecht. Also es gibt manche Leute, die sagen so, ja, das ist total langweilig und doof hier, aber... Echt? Wer sagt denn sowas? Also, du brauchst einen anderen Umgang, wenn ich das mir so sagen darf. Nein, also die Älteren sagen meistens, dass es hier mehr Regeln gibt als sonst in manchen Familien und finden das total doof, aber also ich bin froh, dass ich überhaupt hier sein kann und darf und also mir gefällt das hier eigentlich voll. Was gibt's denn hier für Regeln beispielsweise? Was ist so eine Regel, die dich oder die Orientierung gibt? Also was ich immer gut finde, ist, dass man Abendessen zusammen isst. Also da sollte man immer da sein. Also bei uns gibt es Abendessen um 6 immer. Und wenn man halt nicht da ist, sollte man sich abmelden und einen guten Grund dafür haben halt. Und die Bettgezeiten finde ich immer gut, weil jeder hat seine eigene Bettgezeit. Und ich meine, das kann man sich aussuchen? Nein, also die Erzieher machen das dann. Also ich zum Beispiel muss in der Schulzeit 8:45 ins Bett. Und es gibt natürlich ein paar Erzieher, die machen dann Ausnahmen, weil man brav war oder je nachdem halt. Und ja, ich finde so eine Sachen ganz gut. Also so normale Sachen, was in der Familie auch so normal ist. Also in den normalen. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 13. 13. Und wie schaut so dein Tagesablauf aus? Wann musst du aufstehen? Schule? 7 Uhr? Also aufstehen tue ich normalerweise 6:30. Halb sieben. Also ich muss, meistens schlafe ich bis 7. Und dann gehe ich normal in die Schule. Bis 2:30, also 2:30, dann essen bis 2:00. Also meistens bin ich noch beim Flo oben, beim Koch oben. Und was ist der Koch? Also ist der, wo richtig kocht, Essen zubereitet? Ja, genau, der kocht für uns. Weil es gibt da Wirtshäuser, du hast ihn zum Koch oder Kochwirt, also, weißt du? Nein, der kocht für uns in der Schulzeit immer. Okay. Genau, und dann machen wir bis 3:00 normalerweise Hausaufgabenzeit und lernen und dann dürfen wir meistens selbst machen, was wir wollen. Also bis 6:00 an der Nachmittag dürfen wir meistens selbst gestalten. Mhm. Es sei denn, wir haben Termine, so wie Arzttermin oder sonst was. Was bei dir ja noch nicht so häufig ist, schätze ich mal, oder? Was hast du für Hobbys oder was machst du denn hier dann in deiner Freizeit? Also ich gehe hinten in Jedling, gehe ich reiten beim Poschanger. Ah. Und ich lese sehr viel. Wir haben also einen Riesengarten und da haben wir so eine Hängematte und ich bin meistens draußen und mache viel, ja, Ruhiges. Ich bin jetzt nicht so der spannende Typ. Also wenn man was mit mir macht, also wenn man mich dafür aufruft sozusagen, wenn man sagt, ja, komm, ich nehme dich mit oder so, dann gehe ich schon mit, aber sonst liege ich eher im Garten. Und hast du ein Handy? Ja. Doch. Ja, aber ich habe jetzt ein neues Handy bekommen und ich habe noch keine SIM-Karte. Und, das ist super, weil da kann man sich richtig langsam und intensiv mit seinem Gerät vertraut machen. Und vor allem, man braucht noch keine Einheiten. Das ist auch ganz von großem Vorteil. Was willst du später mal werden? Ich will irgendwas
also ich hatte mal so, vor... Bitte nicht Sozialpädagoge. Nein. Da würde ich dir dringend abraten. Nein, ich will nicht Sozialpädagoge werden, ich will Moderator werden. Moderator? Ja, genau. Da biete ich dir gleich mal ein Praktikum an, weil solche jungen Frauen wie dich kommen echt brav beim Fernsehen. Doch, das Problem ist ja bei mir, weißt du, ich bin so ein alter Grattler und ich bin Mama für so ein Publikum wie das deine zu alt, verstehst? Und die jungen Leute sind unsere Zukunft. Da kannst du also sagen, was du willst, aber es nutzt nichts, wenn die ganzen alten Leute Fernsehen schauen, weil die sterben irgendwann mal weg. Verstehst du das? Ja. Wir brauchen Jugendsendungen. Sind Sie eigentlich auch Sozialpädagoge oder was haben Sie gelernt? Ich bin eigentlich von der Grundausbildung Elektriker gewesen. Ja. Bin dann über die Jugendarbeit in die Pädagogik geschlupft und bin Heilpädagoge vom Beruf. Verstehe. Aber zuerst Elektriker gelernt? Genau. Was Gescheites haben meine Eltern gesagt. Also Erzieher werden, so im Kindergarten zu arbeiten, haben meine Eltern gesagt, ist für einen jungen Mann nichts, du musst ja deine Familie ernähren können, also lern mal was Gescheites. Dann habe ich Elektriker gelernt und dann später halt meine Art für die Pädagogik entwickelt, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich relativ wenig noch Pädagogisches machen kann als Leitung, weil ich bin dafür... Nein, aber Pädagogik, wissen Sie, das ist immer so ein ganz theoretischer Begriff, weil ich sage immer, das ist einfach zu entdecken, dass man mit Kindern umgeht, dass man sich nicht nur in der Lage ist, die Kinder vom Hals zu halten, sondern dass man auf die einwirkt und dass dann was Positives dabei rauskommt, oder? Wo haben Sie sowas entdeckt? Es gab in der Sozialpädagogik ein Riesenfeld, verstehen Sie? Das geht von Alkoholikern, von Altenbetreuung hin, also bis eben mit Kindern umgehen. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie mit Kindern kennen? Sind Sie selber Vater? Ich bin selber Vater, ja. Ich habe eine kleine Tochter. Allerdings, als ich mich dazu entschlossen habe, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, da war ich noch kein Vater. Habe das aber während des Studiums schnell mitbekommen, durch verschiedene Praktika, welche Bereiche mir besser liegen und welche mir nicht so liegen. Zum Beispiel war ein Altersheim oder in der Richtung war jetzt für mich persönlich, würde mir nicht in Frage kommen. Habe schnell mitbekommen, dass ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte. Habe nach dem Studium auch zuerst als Erlebnispädagoge gearbeitet für Schulklassen größtenteils. Und das waren hauptsächlich Kinder und Jugendliche und das hat mir sehr viel Freude bereitet und ja, seitdem habe ich dann auch gesagt, okay, das ist mein Weg, den will ich gehen und so bin ich dann hier gelandet. Und dann haben Sie so jetzt so eine Vaterrolle, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Na, Vaterrolle würde ich nicht sagen. Also, großer Kumpel, großer Freund. Es ist unterschiedlich von Kind zu Kind und es ist aber auch wichtig, also viele oder die meisten Kinder, die hier sind, die haben halt auch noch Eltern. Ja, und wir sind nicht da, um eine Rolle zu übernehmen. Wir sind dazu da, die Kinder zu unterstützen und auch die Eltern zu unterstützen, ihre Rolle als Eltern wieder wahrnehmen zu können oder weiteren wahrnehmen zu können. Das heißt, ich bin da als Unterstützung oder wir sind da als Unterstützung für die Kinder sowie auch für die Eltern, aber wir sind kein Ersatz für Eltern. Ja, das ist dann der Vorbild praktisch dann, oder? Das ist also praktisch die reinste der möglichen Formen eines Vorbildes. Das muss man schon so sagen, ja. Nein, das ist auch eine Seite von unserem Beruf, die auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite aber, die man sich immer bewusst sein muss, ist, dass man halt hier nicht mit etwas Erlerntem arbeitet, sondern man arbeitet ganzheitlich, ja, also mit allem. Ich als Person bin hier, ich beeinflusse die Kinder, meine Einstellungen beeinflussen die Kinder, das muss man sich bewusst sein. Also meine Einstellungen haben großen Einfluss auf die Kinder und das heißt, egal wann und wie ich reagiere, es hat immer Einfluss und das muss man sich bewusst sein. Sie können um 4 Uhr nicht den Bleistift hinschmeißen und sagen, so ist das Privatleben, gell? Sie sind immer im Dienst, wenn man es genau nimmt. Es gibt da so, ich weiß gar nicht, wie das richtige Stichwort ist, in der Erziehung heute das Phänomen, dass eigentlich nur noch Frauen unterwegs sind. Gell? Bernhard Dortmers waren es die Klosterschwestern. Genau. Und das ist ja halt wieder so, dass in der Grundschule gibt es ja kaum nur männliche Lehrer, sondern lauter nur Lehrerinnen, Erzieherinnen. Ja, ich sage jetzt einmal, zu meiner Zeit damals, ich war 72 da, war damals knappe 3 Jahre alt und die Bezugspersonen bei uns waren Schwestern und ich habe damals auch in der Grundschule, ich bin in Eschenberg in die Grundschule gegangen. Und da war es halt das Kind hat von der Mama und vom Papa verzeiht und bei mir war es halt die Schwester. Ja. Und das war für mich dann schon mal so ein bisschen ein Erlebnis, so war ich zwei, drei Jahre in der zweiten, dritten Klasse und irgendwann hat man mich so geratscht und Mama da und ich habe gesagt, ja, die Klosterschwester ist meine Mama. Und dann haben die gesagt, es gibt es ja nicht, eine Schwester kann doch nicht der Mama sein. Und bin ich dann irgendwann einmal so draufgekommen, okay, wer zu sein.
meine Eltern sind anscheinend nicht da, also ist die Schwester ja doch irgendwie meine Mama. Und die Schwester, die ist jetzt heute 94 Jahre, die treffe ich heute noch. Also wir haben regen Kontakt, wir treffen uns oft und sogar zu ihrer heute noch Mama. Also wo ist denn die? Oder wo ist jetzt daheim? Die ist jetzt momentan in einem Altersheim, die ist 94 Jahre, ist jetzt momentan gesundheitlich recht angeschlagen und ist aufs Bett angewiesen. Aber ich mit meinen Kindern und meiner Frau, wir besuchen, sage jetzt mal alle so, 2 Monate, was fahren wir hier, besuchen sie. Und ja, und dann schauen halt die anderen Eltern, Damen, sage jetzt einmal, die wo da sind. Und wenn da so ein älterer herkommt und sagt zu einer alten Klosterfrau, ich bin Mama. Aber das habe ich mir einfach rausgenommen und das so ist das bei uns so, ja. Martha heißt ja übersetzt Mutter, gell? Also so Maria mit Vornamen. Martha Maria. Nein, das war schon, ist so. Wie ist denn eigentlich bei einer so im beruflichen Umfeld? Gibt es Männer auch wieder oder ist da eher eine Ausnahme? Nee, also ich finde im Kinderdorf, also ich finde, wir sind schon ganz gut bestückt mit Männern, was auch wirklich gut ist, weil das ist ja wirklich die Ausnahme. Ja, schon, gell? Ja, aber ich finde so bei uns im Kinderdorf, also wir haben selber auch einen Mann im Team, Gott sei Dank. Und es ist schon sehr wertvoll, einen Mann im Team zu haben und nicht nur Frauen. Wann ist denn so der erste Mann dann in Ihr Leben getreten, der für Sie Vorbild war? Es sind von Haus aus waren da bei unserer Zeit auch Männer da, die waren Zivildienstleistende, die haben bei uns ihren Dienst verrichtet. Und da sind wir dann als junge Burschen, sind wir da mit denen schon von Anfang an in Kontakt getreten. Ich habe ja damals, wie ich dann Firmung gehabt habe, habe ich dann auch einen Zivildienstleistenden, der hat dann quasi ja, den Job übernommen, sage ich jetzt einmal. Wann war das gewesen? Ja, du musst jetzt direkt überlegen, da war ich 14, so 15. 80, oder? Ja, ich sage, ich bin 69er Baujahr, sowas, ja, 84. Da haben damals die Männer noch leidenschaftlich gern Birkenstock-Sandalen getragen. Haben wir auch einen gehabt, also das war damals, wie man wirklich gesagt, so ein Aktivisten mit langen Haaren und Birkenstock. Aber der, wo jetzt bei mir Firmenpartner ist, das war ein Drucker, sage ich, der ist, also ist ganz normal mitgelaufen. Also was, solche Einschätzungen, die leben ja durch den Vergleich, durch die Vergleichsmöglichkeiten. Da haben Sie vielleicht eine bessere Möglichkeit gehabt. Weißt du, was Birkenstock-Sandalen sind? Nee. Muss auch nicht. Aber ist dieses Vorurteil, das ich da vor mir herschleppe, ist das also greift es noch oder sind das mittlerweile ganz andere Männer, die da halt bei einer Sozialpädagogik machen? Ja, also das waren damals schon Vorurteile und sind es heute auch noch. Ich meine natürlich, dass so die End-68er eher in die sozialen Berufe gestrebt sind. Das war ja damals so eine Entwicklung und das hat sich fortgesetzt. Aber ich würde sagen, das sind junge Männer, die wissen, was sie wollen. Und die genau das Arbeitsfeld sich rausgesucht haben, wo ihnen Spaß macht und wo man auch was erreichen kann. Und ich denke, das sind jetzt nicht die Sandalenträger, sondern bei uns sind es oft Tafelleute, Erlebnispädagogen, Leute mit Zusatzausbildungen, mit ganz vielen verschiedenen Talenten. Und wir sind froh, dass wir sie haben, weil das gerade für die Burschen ganz wichtig ist, dass auch männliche Vorbilder da sind. Ja, klar. Wie suchen Sie eigentlich die Leute dann aus? Ist die Bewerbung für so ein Kinderdorf ist relativ dünn, weil es eben für viele Leute hinter einer Raststätte im Niemandsland kurz vor den Bayerischen Bergen liegt. Oder haben Sie nur Leute, die sich für sowas interessieren und dann bewerben? Das muss man differenziert beantworten. Also im Prinzip haben wir Gott sei Dank jetzt alle Stellen besetzt, die wir im Prinzip besetzen mussten. Die Gegend hier bei uns ist sehr attraktiv, also im Voralpenland, in der Nähe von München, Rosenheim nicht weit weg, die Berge, die Seen, das ist eine sehr attraktive Gegend. Leider sehr teuer auch, wenn man eine Wohnung sucht, das ist der Wermutstropfen dran. Also wohnen die Leute nicht bei einer? Haben Sie da nicht die Möglichkeit, dass denen so Dienstwohnungen zur Verfügung stellen? Das haben wir auch im kleineren Umfang, aber manche brauchen natürlich auch mal, also wir haben die Hauseltern, die wohnen direkt hier auf dem Gelände, also in der Lebensgemeinschaft, die sind sehr eng an den Kindern, aber viele andere Mitarbeiter, die wohnen etwas entfernt, was manchmal auch gar nicht schlecht ist, dass man eine gewisse Distanz hat und dann wieder reinkommt und die Regenerationszeiten gut nutzen kann. Also von daher ist es ein bisschen unterschiedlich. Aber wo wir uns ganz schwer tun, ist Hauseltern zu finden, also Leute, die wirklich hier einziehen und das Leben mit den Kindern ganzheitlich teilen. Mhm. Und da sind wir immer auf der Suche und wir wären froh, wenn wir jedes Jahr ein Ehepaar finden könnten, die mit einer neuen Kinderdorffamilie anfangen. Also sie sollten schon verheiratet sein und... Oder können die auch eine Rumpffamilie haben, also sprich schon ein Kind haben? Ja, könnte man auch. Das ist jetzt zum Beispiel für uns auch noch einmal eine Sache, wo wir in die Werbung gehen wollen. Zum Beispiel alleinerziehende
Erzieherin, die sagt, ich habe ein Kind, das ist jetzt im Grundschulalter, ich bin allein und wie kann ich Familie und Beruf verbinden, dass die dann zu uns herzieht und berufstätig sein kann und sich um Kinder und Familie mit ihrem eigenen Kind auch kümmert. Also da sind wir gerade dabei, neue Modelle zu entwickeln, wie wir auch dann für die Zukunft genügend Hauseltern finden können. Ja. Aber grundsätzlich muss man sagen, sind wir, glaube ich, als Arbeitgeber ganz gut aufgestellt. Wir haben da auch letztes Jahr einen Preis bekommen als einer der besten Arbeitgeber im Sozialbereich. Da waren wir ganz stolz drum. Wer hat denn den Preis verliehen? Ja, das war eine Unternehmensberatung aus Berlin, die unter 180 teilnehmenden Einrichtungen oder Diensten ist man da ausgewählt worden im Vergleich, wie wir unsere Arbeitsplätze hier gestalten. Und das ist jetzt nicht ein Preis nur für mich, sondern für die ganze Dienstgemeinschaft, für alle Mitarbeiter, dass wir ein gutes Miteinander haben. Ja. Und das zahlt sich dann letztlich aus. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja Ihr Prospekt interessiert durchgelesen. Und ich war natürlich auch jemand, der, was das Caritas anbetrifft, so gewisse Vorurteile hat. Ich kannte das ja nur aus der Herbstkollekte. 2 Mark reinschmeißen oder ein Magel, was man vom Papa oder von der Mama mitgekriegt hat. Aber das ist ja äußerst innovativ, was da drin steht. Also muss ich ehrlich, ganz platt. Was also die Caritas mittlerweile so als Weltanschauung transportiert und auch in der Lage ist, dann auch von der Theorie in die Praxis umzusetzen. Aber dazu, Damen und Herren, in Kürze gleich mehr. Sie sehen, ich bin der Einzige, der hier trinkt. Die anderen, die schauen ihre Glasl an, was man sich vermuten lässt, dass ihr ganz andere Sachen trinkt. Normalerweise ins Fern. Aber Damen und Herren, das wollen wir nicht zu sehr vertiefen. Sie können jetzt gemessenen Schritt zu Ihrem Kühlschrank gehen, sich was zu trinken holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder im Kinder-Caritasdorf Irschenberg. Ich habe da ganz interessiert, ich habe es vorher schon mal anklingen lassen, hier im Prospekt gelesen, unter unsere Werte. Wir versuchen, alte Muster verzichtbar zu machen, um zu neuen Handlungsmöglichkeiten zu gelangen. Herr Hotbot, das ist natürlich so im bayerischen Kontext, so im bayerischen Kernlanden ein Satz. Wissen Sie, warum zum Irschenberg die Autobahn gebaut wurde? Ja, das weiß ich. Also mir hat man mal gesagt, das war eine Idee vom damaligen Führer. Hat man die Autobahn, nein, aber überhaupt der Verkehrsweg, ich muss noch weiter ausholen. Warum wurde ein Verkehrsweg gemacht? Es hat schon Trampelpfade gegeben in grauer Vorzeit, aber in Ingolstadt und am Irschenberg gab es am langsten in Bayern das Haberfettreim. Da waren die Haberfettreiber daheim, die also so diesem alten Brauch des Femigerichts noch anhingen, aus germanischer Vorzeit. Und wenn die Haberfettreiber gemacht hat, dann haben wir versucht, hier möglichst schnell Polizeikohorten herzubringen. Und da braucht man einen gescheiten Weg, damit die herkommen sind. Also das ist wirklich Kernland, bayerisches Urland. Und wenn dann praktisch solche Theoreme plötzlich auftauchen, alte, traditionelle Werte praktisch verzichtbar zu machen, sind sie nicht oft auch ein bisschen angefeindet worden? Nein, ganz und gar nicht. Also im Prinzip, die traditionellen Werte und das Brauchtum ist uns ganz wichtig. Auch wenn wir Kinder haben, die mit dem Brauchtum erst einmal gar nicht viel anfangen können, haben wir, wenn man sich mal bei uns umschaut, unser Maibaum, der wird auch von den Kindern selber gestaltet, der wird aufgestellt, wir feiern das Maifest, wir feiern Kirta. Also die ganzen bayerischen Traditionsfeste, die sind hier auch wichtig und werden auch den Kindern mitgegeben. Aber was mit diesem Zitat gemeint ist, es geht darum, dass wir letztlich sagen, die Eltern, aber auch die Kinder, wenn die was tun, wo die Gesellschaft vielleicht manchmal naserümpfend draufschaut, dann gehen wir davon aus, dass es niemand aus Fleiß macht, irgendwas schlecht zu machen oder nicht gut zu machen, sondern es sind die Umstände, die letztlich dazu führen, dass Kinder oder auch Familien in bestimmten Mustern handeln. Und wir sagen, die Personen an sich, die Menschen, die sind gut, die wollen was Gutes und wir müssen ihnen dazu verhelfen oder wollen ihnen dazu verhelfen, dass es auch zum Tragen kommt. Also dass man nicht Verhalten sozusagen abwertet, sondern dass man sagt, warum genau passiert es so, wie es passiert und wie können wir unterstützen, dass das vielleicht auch anders geht. Ja. Sie waren jetzt 72, eins von den ersten Kindern, das da gewesen ist. Genau. Wie lange hat das beendet, bis dann Sie so Kontakt zur ortsansässigen Bevölkerung bekommen haben? Also ich sage jetzt einmal, wir haben einen eigenen Kindergarten gehabt hierin. Also ich darf jetzt mal sagen, die ersten Kontakte sind halt dann über die Schule gelaufen. Mhm. Also, oder Kindergarten, es hat also eine Vorschule, hat es damals gegeben. Vorschule, ein Jahr lang, da ist man dann schon mit den Leuten zusammengehen, die wo in der gleichen Klasse waren. Und da haben wir dann die ersten Kontakte, sage ich jetzt einmal, die wo heute noch bestehen,
die hat man dann da geknüpft, sag ich jetzt mal, ja, mit 5, 6 Jahren, sag ich jetzt mal. Genau, und oder halt dann. Und Sie waren von Mühldorf, oder haben Sie gesagt? Nein, also gebürtig bin ich aus Speyer. Meine Eltern. Aus Speyer am Rhein? Speyer am Rhein, ja, da war ich nicht lang, weil meine Mama ist gestorben, da war ich ein bisschen über ein halbes Jahr vielleicht. Und der Vater hat schwierige Lebensumstände gehabt. Und wir haben 5 Geschwister gewesen und sind dann eben in eine Einrichtung eben gesucht worden, wo halt die Geschwister zusammenbleiben können. Und das war damals halt eben in Mühldorf. Und dann später hier? Genau, und dann sind wir von Mühldorf mit dem großen Bus aufgefahren und sind dann da gewesen. Und dann waren Sie mit Ihren 4 Geschwistern hier? Genau, mit meinen Geschwistern bin ich aufgewachsen da. Also ich selber war bis 18 Jahre da. Mhm. Meine Geschwister sind, ich bin der Jüngste bei uns in der Familie. Und die Geschwister sind halt dementsprechend dann mit 16 mit der Schule, wenn sie fertig waren, sind sie halt dann entweder ja, auf ihren eigenen Füßen durchs Leben geritten, sage ich jetzt einmal. Verstehe. Wie ist denn eigentlich so der Anteil von Berner von Kindern, die Eltern haben und die keine Eltern mehr haben? Also man muss sagen, im Prinzip haben alle Eltern. Also die typischen Waisenkinder, die gibt es jetzt heute fast nicht mehr. Okay. Also es gibt Halbwaisen, wo jetzt wie beim Gerhard vielleicht die Mutter gestorben ist und der Vater sich nicht kümmern kann. Es gibt aber auch Kinder bei uns, die zu uns gekommen sind, wo dann vielleicht ein Elternteil verstorben ist, vielleicht wegen einer Drogenproblematik, Suchtproblematik oder durch einen Unfall. Mhm. Ganz unterschiedlich, aber die allermeisten unserer Kinder haben Eltern, die sich mehr oder weniger um die Kinder auch kümmern können. Das Ziel ist, dass sie halt möglichst viel der Verantwortung wieder übernehmen. Und das größte Ziel wäre für uns natürlich, dass die Kinder wieder zu Hause leben könnten bei Mama und Papa. Findet das ja statt? Das findet auch statt. Allerdings ist es so, dass unsere Einrichtung von den Jugendämtern so ausgewählt wird, dass man da schon Kinder bei uns anfragt, wo man weiß, es wird eine mittel- oder längerfristige Perspektive nicht zu Hause geben. Also da haben wir ein bestimmtes Klientel. Es gibt andere Kinderheime, wo das schneller rein und raus geht. Und bei uns ist eher doch ein bisschen längere Perspektive angefragt. Also ich lese hier auch, Ihren karitativen Auftrag, jedem Kind gilt die Verheißung des Evangeliums auf ein Leben in Fülle. Mit unserer Arbeit eröffnen wir Wege in ein erfülltes Leben. Was man oft mit so also Anmutung, die man mit so Kinderheimen verbindet, ist, dass natürlich dann man ganz vorsichtig sein muss mit so eigenen Wünschen, weil ja nicht gleich die Mittel da sind. Und wie ist es bei Ihnen so mit der Ausstattung? Ja, da könnte man mal unsere Jugendliche auch fragen, wie es mit der Ausstattung ist. Also du hast ja vorher schon erzählt, dass du schon ein eigenes Handy hast, zwar noch keine SIM-Karte. Du möchtest später mal Reporterin werden, hast du schon ein kleines Radiostudio? Nein, so alt bin ich ja nicht. Also es ist erst mein Wunsch. Also, und ich spezialisiere mich jetzt auch für die Schule und bin jetzt auch noch nicht so unbedingt darauf, dass ich jetzt schon anfange mit Fernsehen und so Zeug. Also natürlich freue ich mich, dass ich jetzt da sein darf. Aber sonst bin ich, also mit der Ausstattung bin ich total zufrieden. Es gibt echt Schlimmeres. Und es gibt Schlimmeres. Hochinteressant. Du hast wirklich, ich möchte es mir so sagen, alle Anlagen, um ein guter Journalist zu werden. Weil lieber sage ich immer, eine starke Behauptung als ein schwacher Beweis. Das ist so die Grundregel des journalistischen Arbeitens. Na, was darfst du denn wünschen? Was war irgendwas, was so als nächstes auf deinem Wunschplan steht? Puh, also ich habe relativ. 1, 2, 3, also ich sag, länger als 8 Sekunden war gelungen. Also du hast keine Wünsche, oder? Nein, also ich bin ganz zufrieden. Ein Auto? Nee, ich will umweltfreundlich bleiben. Okay. Also ich will, wenn ich groß bin, mein Pferd haben. Und also. Reitbeteiligung. Ja, genau. Also später mein eigenes Pferd, wenn ich groß bin, erstmal eine Reitbeteiligung und dann. Genau, wie schauen also die Ausstattungen von Ihren Gruppen aus? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich glaube, uns mangelt es an nichts. Also wir sind am besten, glaube ich, ausgestattet, weil wir halt auch das Haus haben, wo früher die Schwestern zum Teil auch drin gelebt haben. Das heißt, unsere Kinder haben alle, also jeder hat ein eigenes Zimmer, der Großteil hat sogar ein eigenes Badezimmer. Also wir sind da wirklich gut ausgestattet. Ansonsten mangelt es uns an nichts. Wir haben eine Kaffeemaschine, wir haben einen Fernseher, wir haben einen Blu-ray-Player, wir haben... Also uns geht's schon gut. Wenn Sie so einen großen Altersquerschnitt habt, das ist natürlich auch etwas, was gewisse Anforderungen eben stellt. Ne? In jeder Altersgruppe gibt es andere Bedürfnisse. Ja klar, jede Altersgruppe hat andere Bedürfnisse, aber bis jetzt, toi toi toi, können wir denen unserer Meinung nach auch gerecht werden. Zu der Ausstattung, was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass wir auch vom Kinderdorf zum Beispiel eine Hütte haben,
in den Bergen, in die wir gehen können mit den Kindern. Boah. Was jetzt für mich als Erlebnispädagoge natürlich großartig wundervoll ist. Oder wir haben Schlauchboote, mit denen wir fahren können mit den Kindern. Das heißt, wir haben schon Möglichkeiten, die es anderswo nicht gibt. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man mit den Kindern halt auch solche Sachen machen kann, die auch in einer, ich sag jetzt mal, normalen Familie auch nicht alltäglich sind, ja, mal mit dem Schlauchboot zu fahren oder auf der Hütte zu übernachten und solche Sachen. Ja. Wie lange hat es denn bei dir da, bis dich du so in Bayern eingelebt hast und dich nicht mehr die Eindrücke erschlagen haben? Weil ich kann mir vorstellen, der Unterschied zwischen Afghanistan und Bayern ist ja so riesig. Es gibt zwar Berge und es sind auch Menschen unterwegs, nur also ja. Die afghanische Welt ist ja völlig anders, gell? Also in Afghanistan gibt es auch Berge natürlich. Und manche fragen auch von mir, also ob ich auch als Schnee gesehen habe. Und ich sage, ja, ich habe schon in Afghanistan und Iran gibt es auch Schnee. Und von den Leuten, ja, natürlich. Und was hast dich immer noch nicht gewöhnt? Gibt es noch irgendwelche Dinge, die dich immer wieder aufs Neue überraschen? Nee, ich habe mich gewöhnt. Hast du dich gut? Ja, ich habe mich gewöhnt. Ich habe mich gut gewöhnt. Und was machst du jetzt hier, Schulausbildung oder was ist dein Ziel? Genau, ich habe dieses Jahr einen mittleren Schulabschluss gemacht. Mhm. Und nächstes Jahr mache ich eine Ausbildung als Chemikant. Als Chemie? Chemikant. Okay, Chemieassistent oder? Chemikant, genau. Chemielaborant. Also die sind halt unterschiedlich, Chemielaborant und Chemikant. Okay. Und in Rudolf-Firma in Geretsried. Okay. Genau, das freue ich mich. Aber muss ich leider von hier aussehen, weil es gibt schlechte Verbindungen zu Geretsried von hier. Muss ich leider von hier aussehen. Ja, ich bin auch traurig deswegen. Und auf einer Seite traurig, auf einer Seite glücklich, dass ich eine Ausbildung finde und so. Genau. Menschen wie du sind ganz wichtig. Und weißt du warum? Einmal geben sie unserer bayerischen Heimat eine neue Farbe. Und wir Bayern sind ja seit jeher ein Land, was fremdländische Einflüsse nicht widerwillig, sondern gerne aufgenommen hat. Ja. Weil wir verarbeiten die so gut, weißt du? Das ist bei uns, wenn man es in der Geschichte sieht, eine tägliche Routine. Und das Zweite, was so wichtig ist, dennoch hat der Bayer Probleme mit der Chemie. Also ich hatte bei mir, ohne Schmarrn, ich habe bei mir, haben Sie Chemie Meng? Nicht so wirklich. Haben Sie Chemie Meng? Ja schon, aber ich bin kein Bayer. Ich weiß es so gut. Ich war der Einzige bei mir in meiner Klasse, der einen zweiten Chemie gehabt hat. Ja, und deshalb habe ich gesagt, da kannst du in Sparta ruhig einmal Chemie studieren und bin Verfahrenstechnik-Ingenieur geworden, weil da pinkelt da keiner in den Karren, da sägt keiner in deinem Stuhl, weil was du beruflich bist, das will keiner andere, das will sonst keiner. Ich habe es zwar dann mir selbst auch vermisst und bin dann Journalist geworden, ich weiß bis heute nicht warum. Also du könntest auch Chemikerin werden, dann hättest du auch eine große berufliche Karriere vor dir. Ja, aber ich habe nicht so mit Mathematik und Chemie und so. Chemie brauchst ganz wenig. Diese Stochiarten, da wirst du es gleich wieder. Naja, da musst du halt wissen, was passiert, dass ein Liter Flüssigkeit, wenn du es vergast, 22,4 Liter Rauminhalt hat und das andere Stochium. Es ist ganz einfach. Es ist wirklich ganz einfach. Aber so wie du ausschaust, mir lieber nicht. Also ihr macht das bestimmt besser. Doch. Also das finde ich toll. Ich finde das toll, Damen und Herren. Da sehen Sie, wie was der Afghani gut ist. Der Ding tut Dinge, die also die meisten von unseren Mitmenschen ihr Leben lang ein Buch mit 7 Siegeln bleiben. Jetzt haben wir wieder was gelernt, Herr Hotbot. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Schmidt, dass Sie aus Mönchengladbach heute extra gekommen sind, um uns an der Sendung teilzunehmen. Also dann, wenn Sie zukünftig in Irschenberg am Rastplatz vorbeifahren, auf der anderen Seite drüben, wer dieser Ort der Irschenberg heißt, und da gibt es also dieses Kinderdorf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bedanke mich, bis zum nächsten Mal, Servus und für Gott.